Ja, es ist zwar eine schöne Runde, aber ob es das wirklich wert ist, die Runde um eine Matze. So, hallo, grüß euch, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute im Salzburger Land unterwegs. Also, wir sind heute in Mattsee und da gehen wir heute eine Runde um den Mattsee. Da nehmen wir euch mit. Viel Spaß mit dem Video. So, dann gehen wir mal los. Ich möchte jetzt sicher wissen, wo wir hingehen müssen. Oder? Mhm. Ja. Links. Wir gehen da links und gehen einmal da rum. Da kann man auf den Buchberg gehen. Ein Rundwanderweg um den Buchberg und Wanderweg um den Matze. Gehen wir zusammen. Und das, glaube ich, machen wir da heute. Ein Wanderweg um den Matze. Das ist nämlich Karin auch schon aus der Jacken rausgerissen. Was wird die Karre da? Lebt mein Schmieren. Selbstgemacht. Gummisalbe. Und sehr, sehr fest Kapperl, wie ich es aufhab. Gibt es bei uns im Shop Outdoor 15.spreadshop.at. Jetzt kommen wir nämlich mal ein bisschen raus aus der Siedlung. Jetzt haben wir da unten nur mehr Fenzelhäuser. Aber auf dem Weg ist jetzt gerade mal nichts mehr eingezeichnet. Einmal im Jahr, das reicht. Wanderung um den Matze, da müssen wir auf, Schatz. Ich weiß. Gehen wir direkt einmal von der Straße weg. Ja. Oder was? Passt da? Passt da? Dass wir von der Straße wegkommen? Nein, ich habe gesagt, Gott sei Dank. IA. Man ist da herrlich ruhig. Ui. Ja, super. Ich sage jetzt nichts mehr. Das war jetzt gut. Also, die Chefin hat jetzt gesagt, bei der Aussicht. Die Chefin da. Die da.
Die hat gesagt, wir machen jetzt eine Pause. Ja. Und wenn die Chefin sagt, dann machen wir Pause. Außerdem hat es recht. Es ist wirklich eine schöne Aussicht da. Bäume Mikado. Bäume Mikado. Die Karin ein Pilzchen entdeckt. Ja. Hä? Ja. Das habe ich. Was giftig ist. Weiß ich nicht, da kenne ich mich nicht aus. Ist das mega. Mhm. Wo ist Wasser? Ein bisschen eins ist eh da. Ein bisschen eins rinnt eh. Tja. Aber es ist halt nicht genug. Lauf extrem. Wandern mit Karin. Ja, oben. Auf dem Wanderweg um den Matze. Und wir sind noch nicht ganz bei der Hälfte, dass wieder ein Jagerstandl erblickt. Ha? Ja, ja. Ein Yoga-Standl. Ein Yoga-Standl ist das. Sagst du ja. Yoga. Und ein Bankerl. Yoga-Standl. Jetzt sind wir unten. Teil vom See. Da ist voll die kleine Siedlung. Interessant. Vielleicht passt mal den ganzen See drauf. So, wir müssen jetzt, da ist die Straße, da müssen wir jetzt dann da oben. Wir müssen quasi da rund um den See und auf der Hinterseite wieder retour. Und das Gebiet ist das Nordmoor am Matze, nennen sie das. Wanderweg um den Matze und auf der Spur der Natur. Sieht man das? Nordmoor am Matze. Das ist jetzt das
Nordmoor. Wo ist jetzt auf dem Steg geht für uns. Da steht auch, dass man den Weg nicht verlassen soll. Gibt's ja nicht. Es kann nicht sein, dass wir uns heute kein einziges Mal verrennen. Das gibt's nicht. Weil es so gut beschriftet ist. Ja. Wir sind immer noch auf dem Wanderweg um den Mattsee. Und da geht's jetzt da den asphaltierten Weg zurück. Ja, es ist zwar eine schöne Runde, aber ob es das wirklich wert ist, die Runde um eine Matze. Hüttendorf Stein. Das nächste Hüttendorf, wo wir angekommen sind. Zur Frage, ob es wert ist, der Rundweg. Ich würde schon sagen, Karin hat zuerst gesagt, die Hälfte ungefähr. Aber es ist keine Wanderung. Es ist eher ein Spaziergang und auch nicht direkt rund um den See, sondern eher ein bisschen außerhalb. Immer auf der geschoderten Straße oder auf der Landstraße oder auf der asphaltierten Straße. Kurzer Wanderweg ist dabei. Und bist jetzt erhellt? Jetzt bist du erhellt. Ich habe gerade einen Tantruck gekriegt. Boah. Also für mich ist das nichts. Also, nein, ich müsste lernen. So schlecht ist der Rundweg nicht. Es sind halt 100 Höhenmeter. Ein schönen Spaziergang oder eine Runde laufen, ist das durchaus in Ordnung. Aber wer was vom See sehen will, der sieht da nicht recht viel. Gell? Wenn du gehen willst, weil rund um den See weißt, was du vom See sehen willst, am Ufer bist du nicht recht oft. Nein, das nicht. Aber man muss sagen, wir sind einmal am Meer. Am Meer. Wir sind am Meer, hast du gehört? Ja, wir sind am Meer. Ich hab gesagt, wir sind am Meer. Nein, wir sind einmal am See. So hätte ich mir eigentlich vorgestellt, dass die ganze Runde ist. Ja, ja. Einmal mit ein wenig mehr Schiff, einmal mit ein wenig weniger Schiff, mit mehr Aussicht, mit weniger Aussicht. Ein paar Hitterl. Mhm. Aber ja, dann ist zumindest für jeden was dabei. Eigene Bootsanlege, Stühldingsbums. You know I didn't know me,
So, jetzt kommen wir wieder auf die Landesstraßen raus. Wir sind noch am Wanderweg um den Mattsee. Mittlerweile ist 10 vor 5 am Abend. Schauen wir mal, wann es dunkel wird. Aber ihr werdet es definitiv mitkriegen, ob es sich ausgeht oder nicht. Oder schon oder nicht. So, jetzt kommen wir weg von der Straße. Da seht ihr es vielleicht nochmal. Ah, das seht ihr das? Ja, das seht ihr es also. Da sind wir heute rundherum umgegangen. Wenn wir jetzt dann wieder da sind. Und da oben drum seht ihr auch nochmal ein Stück größer. Die Bluse wird überladen, gell? Jetzt hören wir, dass wir alle näher ans Ziel rücken. Jetzt musst du ein wenig bremsen, weil jetzt geht es bergab. Dass du nicht schnell wird. Dass du ein wenig schnell anbiegst. Ein SUP und Kajakautomat. QR-Code scannen, online buchen, Fach öffnen, lospaddeln. Das ist schon geil. Wir sind beim See und Strandbad Mattsee. Und wir sind wieder im Parkplatz, wo wir weggegangen sind. 6.8 sollte das auch schon herunter, das ist schon über eingewintert in der Garage. Das lasse ich nämlich im Winter nicht um. So, das war's mit unserer Rundwanderung, mit unserer elendslangen 12 Kilometer, 1000 Stunden brauchenden Rundwanderweg in den Mattsee. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über Like, über Abo. Und ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Brav bleiben. Auf Wiedersehen. Sag tschüss, Karin. Tschüss, Karin.